Good morning, von dir ist Tag Nummer 5 in dieser Serie Jesus als Beter. Nee, gestern haben wir geredet von Jesus aus der Schöpfer und der Urheber von alles, was du hast im Himmel und auf der Erde. Er hat alles gemerkt, oder der hat gemerkt und alles als für ihn gemerkt. Wir haben auch davon geredet, dass an Jesus kann wir alles sein, was Gott ist. Gott ist ein Jesus und am kann wir nicht sein, aber an Jesus kann wir sein, wer Gott ist, wegen Gott wird Mensch, er wird Fleisch und Blut, so sagen die, und dort können wir sein. Und so Jesus ist besser als das Wort, er ist besser als alles andere, wegen das. Nun von dir, wird der Schreiber anfangen, mit dem sein Argument abzubauen. Und stopp bis das Wesen, dort Jesus ist besser als alles, was im Judentum wir, alles, was wir haben. Und ich will gleich dann anfangen, in Kapitel 1, Vers 3, der zweite Hälfte von Vers 3. Er hat uns von den Sünden gereinigt und sich dann wie der rechte Hand von der Majestät im Himmel gesandt. Jesus hat uns gereinigt. Wo hat er dort getan? Er hat dort in dem, dass er gestorben hat am Kreuz und er hat sein Blut verjeten, zum anderen Sünden betonen. Als er am Kreuz war, dann sieht er dort erst vorig. So die Arbeit hat er vorig gemerkt und nun hat er sich durchgesandt. Dort bedient so viel, dass die Arbeit vorig ist. Dort, worum dort sein, der Herr hat sich durchgesagt. Was bedient dann, bei der rechten Hand von der Majestät im Himmel sein, oder bei der rechten Hand vom Führer zu sein? Was hat dort für eine Meinung? Was sage ich, kurz gesagt, dort meint so viel, dass Jesus als eine Position von Macht und Autorität. Dort, was dort bedient wird. Wie sagen, von dir schon da, nachher haben wir ein Ding, was sei ähnlich als nicht dort. Wie sagen, für uns so ein Ding, so hier ist meine rechte Hand. Vielleicht sehe ich ein Wirt und ich habe ein Unge-Wirt und ich sage, das ist meine rechte Hand. Was meine ich damit? Ist er meine rechte Hand oder er ist nicht meine rechte Hand? Das meint so viel, dass ich vertraue diese Person alles. Er wird für mich streiten. Er wird für mich alles sein. Er wird die Arbeit für mich. Ich übergebe ihm alles. Er wird die Arbeit tun. So ich gebe ihm Macht. Und das ist, was er bedient wird von Jesus. Jesus hat alle Macht, er hat alle Autorität, um die Dinge zu tun. Und das ist, was er auch sagen wird in Matthäus Kapitel 28, als er die Jünger wohl rutschen. Er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben, am Himmel und auf ihr, du wirst schenken, gehen zu rutschen. Das, was dort zu bedienen hat, werden wir dann nun auch wieder lesen in Vers 4. So ist er viel Hecher zu tun gekommen aus den Engel. So viel Hecher aus sie nun, den er gearbeitet hat, Hecher ist aus Ehre. Nun, Engel sind sehr mächtige, wichtige Arbeiter in Gottes Arbeit. Das ist wichtige Däune in Gottes Arbeit. Und bei Jesus ist besser, warum? Wegen den Numen, die er gearbeitet hat, ist besser aus Ehre. Er ist ein Sehen und die Engel sind Däune. Das ist, was wir Luther wollen auch lesen. Dort die Engel sind Däune. Nun von Vers 5 und wieder, ganz bei der Ende von dem Kapitel, wo wir sehen, dass der Schreiber der meistens bloß den Alten Testament bringen, zum den sie Punkt bestätigen. Er wird sagen, kicke mal, jene Schriften sagen, sind steht über Engel. Und über die sagen, sind steht über den Messias. Nun, als die Frau, du sagst, so wohnt gleich wie, wer ist besser als der andere? So wird er durch das ganze ewige Wort von dem Kapitel dann nicht tun. So, wenn wir lesen, Vers 5, das sagt, Te wohn Engel, hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sehen, ich sie von dir, dein Führer geworden. Oder ich war sein Führer sein, und er wird mein Sehen sein. So, te wohn Engel, hat Gott jemals das dort gesagt? Und die Antwort, die er hier so will rückbringen, ist, zu keinem. Du hast kein Engel, wo Gott jemals hat sein Stitt gesagt. Dort, du bist mein Sehen. Das ist bloß, Jesus hier. Nun, ein interessantes Ding, was wir finden, dort ist, dass in Hiob wurden Engel Gottes Sehens genannt. So, was bedeutet dann? Seid ihr dann doch so als Jesus? Und noch der gleich. Wollt ihr mir auch, Christen wurden Gottes Sehens Kinder genannt. Gottes Sehens genannt. Meint ihr dort auch sie so als Jesus? Noch der gleich. So, was ist der Unterschied? Well, morgen wollen wir in Klimbergs Gemeinde von dir reden. Morgen wollen wir reden von dem Thema von Jesus aus der Erstgeborenen. Und dann wollen wir auch hineingehen in das Thema von Jesus aus Gott sein Sehen. Und was von Unterschied ist zwischen den Engel oder ich und du aus Sehen Gottes.
Was der Unterschied ist. Aber was Jesus sagt, dass er merkt es klar, du hast kein Engel, was diesen Titel hat, was Jesus hier so hat. So meine Frage für dich ist das von dir. Wer sei der Jehovas Zeugen als Jesus? Wenn du sagst, warum ich das frage, dann ist wegen morgen, weil wir krieg von dir reden. Dort wird ein anderes Thema morgen sein. Aber für von dir ist das alles, was wir wollen, der Schuhen. Dort du warst und denkst, nehmt ihr die Bibel, dort selbst diese Texten lesen, dort ihr weißt, was die Bibel sagen wird. Mach Gott dir segnen. Wir sehen uns morgen.